Hallo und herzlich willkommen im Sportsund auf meinem Kanal. Ich begrüße recht herzlich zur weiteren Runde NHL 22, zur Ausgabe des BA-Teams. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage zu Hause am letzten Spieltag und einem Serienverlust auf 2 zu 1 versuchen wir heute die Serie hier auszubauen mit 3 zu 1. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Ich denke mal schon. Auf geht's. Freie Position. Uli Klingmer. Führungsstrafe gegen Düsseldorf. Hat das Bulli Gwingmar. Bremerhaven ist jetzt natürlich motiviert durch den letzten Sieg. Nicht sein sollen, heute nicht. Aber unser Goalie hebt so erprobt. Jonas. Ach, komm schon. Unterzahl haben sie nicht nutzen können, das ist schon mal gut. Alexander Kim, 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 Kim. Ah, Schott. Brenton, ja, auch nicht. Daniel, auch nicht. Ganz ruhig und konzentriert bleiben. Ganz ruhig und konzentriert bleiben. Jawohl. Sie kann auch von meinen Jungs da zuständig viel zu der Scheibe Zürche. Ah, es ist Halbfinale. Thank you.
So, jetzt hat Daniel Krimschow. Wir zählen auf die als Topstorger. Sprach der Hitspiel und Schuss haben wir in dem Bild schon. So, auf geht's. Und 2:0 vom HB. Viertes Tor in den Playoffs. Hervorragend, hervorragend. Bulli verlieren wir. Jawohl, super. Daniel Krim, ziehen rein, ziehen rein. Ah, schade. Jerry, jetzt liegt's an dir. Jawohl, Hammann, Hammann, Hammann. Und hier schießt der Brandon das 2:0. Optimal. Bulli verlieren wir. Verlieren wir.
Short. Ist sie nicht mehr ausgegangen, aber jetzt geht es auf letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Kann einen Schluck Wasser nehmen, wenn ich einen trockenen Mund habe. Moment. So, und auf geht's. Letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Hier im vierten Halbfinalspiel. Auf geht's, Sherry. Jonas. Schaut Daniel jetzt. Der Topstorer schafft es auch nicht. Da Wolf. Besser kein Angriff. Ein bisschen Angriff als kein Angriff, so würde ich sagen. Jawohl, da schießt der Alexander das Tor. Erstes Tor in diesen Playoffs. Bullig Wingmar, 12:30 haben wir noch auf der Uhr. Ein Abschuss nur geblockt. Zügungsstrafe für Düsseldorf. Wegen Beinstellen. So. Uli Gwingma. So, jetzt auf geht's. Hol die, verlieren wir. So. Zwischen den Pinguins durch. Aber funktioniert nicht. 9 Minuten ab jetzt im letzten gefährlichen und entscheidenden Drittel, meine lieben Sportsfreunde.
Auch nichts. War zwar jetzt schnell gewesen, aber. Obwohl da nicht. Aber hier wollte er vom Keil. Und nochmal Wolf. Fünftes Tor in diesen Playoffs. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht mehr schießen soll. Jetzt bringen wir hoffen, nimmt Kammann vom Eis. Ah, Kammann, nicht ein Goalie vom Eis. Sind zwei. Bulli verlieren wir. Auch mit 5:0 bauen wir die Serie auswärts aus auf 3:1, meine lieben Sportsfreunde. Das heißt, nächstes Spiel ist das entscheidende Spiel. Der Keil ist mit einem Tor, einem Assist auf dem dritten Platz. Der Jonas ist mit 3 Assists auf dem zweiten Platz. Und der HP ist mit 2 Toren, 1 Assist auf dem ersten Platz. Also 3 Stars, 3 Tore, 5 Assists.
So, gibt's noch einen Moment? So. Passt. So, ganz offiziell die Playoff-Tabelle fürs Halbfinale. Berlin gleich gegen Ingolstadt aus, kann für uns vom Vorteil werden, wenn sie dir zwar bis zum siebten Spiel auf duellieren. Wir gehen mit 3:1 gegen Bremerhaven in Führung und somit war es das für diese Ausgabe des BA-Teams. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen zum Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus BA-Team weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.